Herzlich willkommen hier zur neuen Folge auf der Marsch, Version 1.8. Wir fahren jetzt zum Schlachthof und verkaufen die Tiere, beziehungsweise wir gehen ja dort ab. Das ist ja unser eigener Schlachthof. Und da werden daraus Kotelett gemacht und Wurst, ne? Ja, das ist leider jetzt so, ne? Das ist so die Geschichte. Und Gemüse allein wird man nicht satt, ne? Auf Dauer, ne? Mal schauen wir mal, wir haben einen neuen Schlachthof. Das jetzt so funktioniert, ne? Neue Punkte zum Abliefern. Schweine sehe ich da schon, ah, okay. Paletten, Verpackung sind noch nicht da. Paletten auf jeden Fall, Verpackung, ja, reicht noch beide. Und rein damit. Ja, oder Zeit, ne? War ja fast alle. So, Fleisch. So ein Nebenprodukt hat noch nicht gekauft. Rauszukommen. Müssen wir schauen, ob wir hinkriegen. So, jetzt fahren wir zurück und holen den nächsten Schwung. Wir haben mindestens. Jetzt haben wir fahren auf jeden Fall noch. Also jetzt haben wir fahren auf jeden Fall. Noch. Da sind wir wieder bleifußmäßig heute hier. Muss ich mal einen Blickfeld, sondern ein Tracking bisschen. Hersteller, ne? Sonst fahre ich nur ein Auge, das ist schlecht. Junge, zu schnell, also zu schnell. Wir haben Glück gehabt. Die im Graben gelandet sind. Lass doch Zeit. Geht doch morgen weiter. Dann können wir demnächst mal die Grillparty anschmeißen hier. Genug da. Ich habe mein Fleisch neulich in der Pfanne gemacht. Ich habe mir die Mühe nicht gemacht, draußen ein Feuer anzumachen. Das mache ich nur einmal oder das bin ich mit Grillfleisch Bedarf eingedeckt. Hier überlegen, ob wir die großen Stelle verwenden mit 500 Tieren. Wir verwenden nur noch zwei: einmal die Zuchtschweine und einmal die Masttiere. Ne? Im großen Stall kriegst du doch eher bewältigt, immer so. Der erste ist leer. Eine Arbeit, wenn man alle vier Ställe füttern will, dann muss man halt viermal anfangen. Ne? Und da macht sich besser, man hat dann nur zwei und dann geht es leichter. So, nächsten Tiere. Wie gesagt, das sind alles von Kilozahl her höchste Eisenbahn. Bei 0,5 wollte ich als höchste nehmen. Ich habe festgestellt, bei 0,6 kriegen die nächsten Junge. Und das ist dann an sich nicht so schön. Ne?
Wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Muttertier zum Schlachten bringen muss, ist nicht so gerade angenehm. Ist nicht Sinn und Zweck dabei. Zumal das hier auch kein. Naja. Da war eine Eber nicht kastriert sein, muss man ganz vorsichtig. Ich würde ja. Ich sag mal so, ein Saugenstall ist ja ganz anders eingerichtet wie jetzt ein. Ja, ein Stall, wo ich Masttiere habe. Also das ist ja. Tiere werden ja mehr oder weniger einzeln gehalten. Und zwar so mit einem Bereich mit Ferkel und so, ne? Also dass die Gefahr nicht so groß ist, dass die Sau die Ferkel erdrückt zum Beispiel. Also da. Machen wir da lang heute. Deswegen ist ein Stall nicht vergleichbar, ne? Also ein Saumstall an sich, da würde man sagen, okay, da geht nur 80 Tiere rein, ein anderer Tier 500, ne? Weil auch bei den Tieren ist es unterschiedlich, ne? Das Prinzip. Je nach Größe brauchen sie auch andere Buchtgrößen, ne? Also ich brauche ja nicht für. Man nennt sie, glaube ich, Läufer, und machen Ferkel und Bezeichnung Läufer und dann kommen ja die, ja, keine Ahnung, Marschschweine. Das nicht mehr so im Kopf. Die haben alle ihre Beschriftung dafür, die Tiere. Und je nach Alter und Größe kriegen sie unterschiedliche Buchten. Damit es nicht zu eng ist und nicht zu groß. Es geht ja immer darum, dass die Tiere nach Größe optimal untergebracht werden. Ne? Also dass man, der Platz ist ja immer kostenverbunden. Ne? Ja, das ist der Bäcker. Ne? Jetzt war ich, ja, da werden die Schweine nicht angenommen. Opa, 0 Uhr ist gefährlich, ich muss beeilen. Muss ich mir auf. Ich habe mir mal 0 Uhr so eine Erinnerung an Tiere gestorben. Ne? Muss ich aufpassen. Schnell zum Schlachthof. Muss ich nachdenken, wo war der denn mal? Das ist jetzt eher Ding hier. Das war die Bushaltestelle. Schlachthof fahren hier links. Ja, einmal verfahren. Ja, das ist immer so. Hängt das hier gewaltig mit dem Vergleich Sauen, also Nutztiere und normale Schweine zum Schlachten, ne? Also Mastschweine. Und die Eber werden alle kastriert, bevor die. Vor die also nach Geburt werden sie gleich kastriert, also früher war das ohne Betäubung, heute ist es glaube ich schon mit, kann man hat sehen man will, weil, gut, auch Tiere haben Gefühle, ne? Hat wohl Geschmacksgründe. Ich glaube, Eber soll wohl nicht so ganz schön schmecken wie einer, der kastriert ist, nicht? Na gut, okay, dann kommt noch hinzu, wenn jetzt männliche Tiere sind im Allgemeinen zueinander aggressiv und das wird vom Biss unterbunden. So, jetzt kommen wir wieder auf 5 gehen. Und trotzdem aufpassen, dass ich da nicht überziehe. Jetzt haben wir noch Zeit. Ob wir nicht da nach einer Uhr warten und einmal den Mist wegfahren. Das können wir noch machen. Weil ich will nicht den Nachtuhrwechsel Schweine im
Anhänger haben, das ist ungünstig. Wir werden hier mal hinfahren und dann werden wir erstmal den Mist zur BGH bringen. Ich bin nicht sicherer, wenn wir das nicht so machen, als umgekehrt. Ne? Die Musik zur Reise. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal. Ah, das ist Musik. Das war ein leiser Titel gewesen. Ne? Okay. Das soll ja auch nicht so laut sein, die Musik. Das kommt ja auch noch hinzu. So. Jetzt stellen wir hier mal hin. Stunde haben wir noch bis zum Stall Nummer 2. Dann können wir auch die Köhler wegfahren, ne? Bis morgen früh. Wollen wir mal stehen lassen. Weil ich hatte schon mal gehabt, da sind mir die Rinder im Anhänger gestorben, ne? Und das ist dann ungünstig, ne? Und das gebe mal kein Risiko ein. Ich finde die Schweine halt noch einen Tag und um drauf ein paar Kilo, das ist ein Problem. Wir fahren jetzt mit Dings hin, dann hat nicht mehr Licht. Nee. Das war die Wiese. Junge, das war nicht gut. Hier macht das nichts. So. Ja, aber Mist, ne? Mist haben wir reichlich. Kann man schaffen vor der Zeit? Ja, kann sein. Aufpassen. So. Wenn wir nicht vor den Graben reinfahren. Können wir noch sehen. Bei der zweiten BGH steht uns die Ladebahn rum. Schaffe ich das halt nicht. Die rennen ja nicht weg, können wir auch im Winter noch verkaufen, ne? Und rein damit! Mal ganz kurz eine Zeit beschleunigen, dass wir um 0 Uhr das reinkriegen heute. Oder wir machen das in der nächsten Folge. Wir haben eine Abrechnung, ne? Am Anfang. Vielleicht klüger. So, Mist ist drin. Tür und zu. Jetzt fahren wir zurück und machen weiterhin voll. Ne? Ist dunkel, ist das dunkel. Wir werden jetzt zum Mist hinfahren und der Rest der Nacht werden wir schlafen. Egal, ne? Die Schweine werden wir nächstes Mal verkaufen. Das ist hier vorne ein Feld. Ja, machen wir so.
Die Dachrinne stört. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Dann tschüss und ciao. Ich begebe mir jetzt schon meinen Schlafcontainer. Dann sagen wir tschüss und winke winke. Jo, weiter geht's in. Ja, rund einen Tag, ne? Und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.